Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video wieder mal eines meiner Lieblingsthemen, Taschenlampen. Ich habe hier eine ultra kompakte Taschenlampe mit 920 Lumen und die schauen wir uns einfach mal näher an. Kommen wir noch schnell zum Lieferumfang dieser Taschenlampe. Natürlich ist im Lieferumfang erstmal die Taschenlampe vorhanden. Der dazugehörige 700 mAh Akku und zwar vom Typ 16340. Zum Schutz unserer Taschenlampe haben wir noch eine Transporttasche, in die wir die Taschenlampe eingeben können. Eine Handschlaufe, die wir hinten an der Taschenlampe befestigen können, damit wir sie beim normalen Betrieb nicht verlieren. Das Ladegerät. Und zwei Ersatzdichtungsringe, falls eure Dichtungsringe hier drin den Geist aufgeben oder ausgetauscht werden müssen. Zu guter Letzt haben wir auch noch eine Art Bedienungsanleitung mit im Lieferumfang. Diese Bedienungsanleitung ist leider nicht in deutscher Sprache. Noch ein kleiner Hinweis zu dem Ladegerät. Wir haben hier keinen europäischen Stecker mit an Bord. Mit einem Adapterstecker könnt ihr dieses Ladegerät aber an einer europäischen Steckdose verwenden. Diese Adapterstecker gibt es überall im Internet für wenige Cent. Denn hier dieses Ladegerät stellt seine Eingangsspannung automatisch ein und erkennt somit die Eingangsspannung. Kommen wir zu den Daten der Taschenlampe. Fangen wir erstmal an mit dem Gewicht. Wir haben hier das Gewicht natürlich ohne Batterie. Ich stelle die Taschenlampe auf eine Waage und wir kommen auf 42 Gramm. Stellen wir noch den Akku hinzu, kommen wir auf 59 Gramm. Das ist das reine Betriebsgewicht der Taschenlampe. Die Maße der Taschenlampe, wir haben eine Länge von ca. 7 cm, also 70 mm und einen Durchmesser an der dicksten Stelle von ca. 22 bis 23 mm. Kommen wir gleich noch zu zwei Besonderheiten dieser Taschenlampe. Das erste wäre hier dieser Clip. Mit diesem Clip können wir die Taschenlampe entweder an einem Gürtel befestigen oder habt ihr eine Kappe, könnt ihr diese Taschenlampe auch an einer Kappe anhängen und somit als Kopflampe verwenden. Das sieht dann in etwa so hier aus. Und die zweite Besonderheit dieser Taschenlampe ist hier hinten drin verborgen. Ich zeige es euch einfach mal hier mit diesem Messer. Das ist ein Metallmesser. Und diese Taschenlampe ist nämlich magnetisch. Das heißt, wir können die Taschenlampe überall anheften an allen metallischen Objekten und können sie so platzieren, sodass wir damit arbeiten können. Sehr vorteilhaft ist das zum Beispiel im Auto. So könnt ihr sie in eure Motorhaube hängen und euer Auto im Notfall auf der Straße reparieren. Um die Taschenlampe in Betrieb zu nehmen, öffnen wir die Taschenlampe hinten. Achtet bitte darauf, wir haben hier eine Dichtung einliegen, dass diese Dichtung immer intakt ist und nicht von euch beschädigt wird. Sollte dieses aus Versehen passieren, haben wir hier noch Wechseldichtungen im Lieferumfang. Wir legen den Akku ein. Beim Einlegen achtet ihr bitte darauf, den Akku nicht zu verpolen. Vorne ist Plus, also wird vorne zuerst eingeführt und hinten ist Minus. Schauen wir uns nun die Taschenlampe etwas näher an. Wir sehen, dass die Taschenlampe hier mit einem Druckknopf gesteuert wird. Das ist ein Multifunktionsdruckknopf. Dieser kann durch verschiedene Druckmethoden verschiedene Leuchtsignale ausgeben. Das heißt, um die Taschenlampe in Betrieb zu nehmen, drücken wir den Knopf einmal lang und kommen in den Standardbetriebsmodus. Um weiter zu schalten, wir haben ja verschiedene Modis, die wir durchschalten können, drücken wir den Schalter einfach nur durch. Das heißt, drücken standardgemäß einfach durch und zappen so durch die Modis. Zweimaliges kurzes hintereinander drücken bewirkt, dass wir in dem Turbo-Modus landen. Das heißt, hier haben wir die maximale Leistung. Um schlussendlich noch unseren SOS-Modus zu aktivieren, müssen wir nun einfach diesen Knopf dreimal hintereinander kurz drücken. Und wir befinden uns im SOS-Modus. In diesem SOS-Modus können wir wieder standardgemäß mit dem Knopf weiterschalten. Das heißt, wenn wir den Knopf noch einmal betätigen, kommen wir in den nächsten SOS-Modus und so weiter. So haben wir hier verschiedene SOS-Modis, die wir durchlaufen können. Zum Beispiel hier haben wir den Modus, wo die Taschenlampe SOS funkt. Am liebsten ist mir aber persönlich der Strobe-Abwehrmodus. Der bietet eine schöne Möglichkeit, Angreifer abzuwehren und sich schnell selber zu verteidigen. Der Schaltknopf hat noch eine weitere Funktion. Ist eure Batterie erschöpft, ist hier oben eine kleine LED eingebaut und der Schaltknopf leuchtet dann rot. Das heißt, leuchtet er rot, nehmt ihr bitte die Batterie heraus und ladet sie wieder auf. Kommen wir nun noch zu den allgemeinen technischen Daten. Diese Taschenlampe ist wurffest, das heißt, wir können sie aus 2 Meter Höhe abstürzen lassen, ohne dass diese Taschenlampe in irgendeiner Form beschädigt wird. Das funktioniert auf weichem Boden, wie natürlich auch auf harten Boden.
Auch wichtig zu erwähnen, diese Taschenlampe hat noch einen Schutz. Das heißt, die Batterie kann hier drin nicht überhitzen, die LED kann nicht überhitzen und somit kann auch diese Taschenlampe nicht explodieren. Also ist diese Taschenlampe protected, also geschützt. Es kann euch nichts passieren, wenn ihr diese Taschenlampe verwendet. Wir hören ja immer wieder von diesen Billigtaschenlampen, die einen dann mitunter sogar in der Hand explodieren. Das passiert hier natürlich nicht. Die reinen technischen Grunddaten: Die Taschenlampe hat eine Beamdistanz von ca. 130 Meter, eine Bragg-Beam-Intensität von 4200 CD und sie ist natürlich auch, das ist wichtig noch zu erwähnen, wasserdicht nach dem XP8 Standard. Um die Wasserdichtigkeit festzustellen, mache ich hier einfach mal einen etwas ungewöhnlichen Test. Ich stecke die Taschenlampe in einen Wasserkocher und erhitze einfach mal die Taschenlampe auf über 90 Grad. Hier unten seht ihr nebenbei bemerkt die Temperatur des Wasserkochers. Und nach dem Unterwassertest schauen wir uns einfach mal die Taschenlampe an, die nebenbei immer noch sehr heiß ist. Und wir sehen keinerlei Beschlag in ihr. Sie war absolut wasserdicht über den ganzen Testzeitraum. Schauen wir nochmal schnell nach der Temperatur, damit ihr mir auch glaubt, die Taschenlampe ist immer noch kochheiß. Ich habe immer noch eine Temperatur von weit über 53 Grad. Kommen wir zum Schluss einfach noch zu den verschiedenen Lichtmodis oder zu dem Lichttest. Wir haben zuerst den Ultra-Low-Modus mit 10 Lumen. Mit diesem Modus könnt ihr 70 Stunden lang arbeiten. Dieser Modus ist eher dazu gedacht, im Notfall Schriftstücke ablesen zu können. Dann haben wir den Low-Modus mit 150 Lumen. Mit diesem Modus könnt ihr etwas über 2 Stunden arbeiten und das ist die Intensität dieses Modus. Dann haben wir den Minimum-Modus, das ist der 300 Lumen-Modus. Mit diesem Modus könnt ihr 1 Stunde und 10 Minuten lang arbeiten. Kommen wir als nächstes zum High-Modus mit 600 Lumen. Mit diesem Modus könnt ihr 35 Minuten mit dieser Taschenlampe arbeiten. Und dann zu guter Letzt haben wir noch den stärksten Modus. Das ist der Turbo-Modus mit 920 Lumen. Mit dem Turbo-Modus könnt ihr ca. eine halbe Stunde mit dieser Taschenlampe arbeiten. Jetzt schalte ich hier nochmal die verschiedenen SOS- und Abwehrmodis durch, damit ihr diese auch nochmal seht. Das sind dann also die verschiedenen Morsecode- oder Abwehr-Lichtstrobe-Modis. So, und damit komme ich dann auch langsam zum Ende meines Videos. Noch ein kleiner Hinweis, diese Taschenlampe wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, kein Problem, abonniert einfach hier diesen Kanal oder schaut auf einen meiner Kanäle vorbei. Hier warten noch viele interessante Videos auf euch. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.